eine krasse Stimmung habe ich noch nie erlebt. Liverpool gegen Real Madrid, UCL Stadionblock. So, der nächste. Ach, unser Botschafter. Anton, unser Botschafter. Ist das angenehm. Gutes Video, ja. Das muss brutal sein, das Video, ne? Also 5-2. 250.000 Aufrufe nach 6 Stunden. Das wird sogar mehr haben. Wahrscheinlich 350 oder 400 oder so. YouTube backt immer nur noch rum. Also ich glaube, da hat er aber auch Glück gehabt, dass er sich das Spiel ausgesucht hat und nicht zu Frankfurt. War auch cool wahrscheinlich Frankfurt. So von der Stimmung her hat es, glaube ich, reingekracht. Aber dieses Spiel, ne, das war auch schon wieder... Das ist der Champions League Stadion-Vlog auf meinem Kanal. Und machen wir Abstimmung heute was. Das erste Mal zu einem Spiel an die legendäre Anfield Road. Die Vorjahresfinalisten treffen im Achtelfinale wieder aufeinander. Eine Abstimmung zu was? Barca oder Manu? Liverpool FC. Ja, nee, so authentisch. Ich habe heute ein richtig cooles Hotelzimmer am Start. Hier links ist direkt die Dusche. Ja, da wird nun wenn es mit den Spielern. Kleiner Flurbereich, Freunde. Rechts Kleiderschrank. Und hier habe ich gerade eben meine Zähnchen geputzt mit dem Visca Barca Kulturbeutel. Links ist dann noch eine Badewanne. Da kann man dann auch hier in den Duschbereich quasi blicken und hier auch so ein bisschen ins Zimmer reinluschern. Hier habe ich mir dann noch Tee am Morgen gemacht. Hat man genug Auswahl. Unten ist auch noch eine Minibar. Und hier ist der Schlafbereich. Hier habe ich es mir die letzten 2 Tage gut gehen lassen. Seit dem letzten Stadionvlog war ich immer noch nicht zu Hause. Deswegen habe ich dieselben Sachen dabei. Barca-Trikot, dann noch hier diese PSG-Massagepistole. Die benutzen auch wirklich die Profis von denen. Aber Leute, Fun Fact, ich bin noch nicht in Liverpool, sondern in Düsseldorf, hier direkt am Hafen. Düsseldorf. Auch eine schöne Aussicht. Aus Real Pharaoh with ich hatte hier nämlich gestern einen Termin. Und ihr wisst ja, ich habe gesagt, falls Messi wirklich nochmal Weltmeister werden sollte mit 35, sogar ich als größter Fanboy hätte es niemals für möglich gehalten. Dann lasse ich mir ein zweites Messi-Tattoo stechen. Es ist auch schon ready. Die Folie guckt hier schon ein bisschen heraus. Ihr seht auch gleich das Endresultat und wie die ganze gestrige Session ablief. Vorgestern war ich hier auch noch im Spa unterwegs. Richtig entspannend mit Sauna und Co. Und dann ist auch noch was Lustiges passiert. Freunde, ich komme gerade aus dem Spa raus im Hotel. Auf einmal sehe ich die 2 Jürgenbürger an der Scheibe hier klopfen. Und auch Messi-Hintergrundbild natürlich. Jawohl. Ja, gegen Holland. Und ich sehe auf einmal den Bayern-Bus, das hatte ich ja gar nicht auf dem Schirm. Stimmt, die hatten hier Auswärtsspiel, die haben jetzt 3-1 verloren, den klappt doch, gell? Alles klar. Okay, ciao, gell, tschüss, Jungs. Guten Morgen, jetzt geht's zum Tattoo-Termin. Der FC Bayern-Bus steht immer noch hinter mir. Was ein Zufall. Elevate-Jacke, Elevate-Tasche, ne? Das ist so krass. Ich bin jetzt bei Wesley angekommen, mein Tätowierer. Was geht ab? Alles cool. Nala ist auch noch am Start. Und jetzt wird quasi gerade das Tattoo vorbereitet. Das wird das Motiv, Leute. Der erste Moment, wo Messi realisiert hat. Ja, was macht man eigentlich, wenn der Tattoo-Typ sich so vermalt? Aus Versehen. Was passiert da? Oder niesen muss oder so. Irgend ist doch safe schon mal passiert, dass man sich so vermalt oder erschreckt oder so. Er ist Weltmeister geworden. Das ist die emotionalste Szene. Und die erste Berührung mit dem Pokal, wo er ihn geküsst hat. Das ist für mich einfach... Übermalen, wenn du sagst, du willst hier ein Tattoo. Auf diesen, in dieser Area. Keine Ahnung. Und er malt aus Versehen hier so hin. Musst du dann hier so ein Tattoo machen oder was? Außerdem muss er sich ja dann was Neues einfallen lassen. Hä? Also diese 2 magischsten Momentaufnahmen. Und Fun Fact, Wesley, Leute, ist einfach Brasileiro. Ein Brasilianer, der heute ein Tattoo von einem Argentinier stechen muss. Das wird ja reingedingst. Das wird ja in die Haut geschrieben. Die meinen es, sondern die... Geil. Nein, erster ist Schritt, die Linienvorlage ist jetzt dran am Oberarm. Ich bin sehr gespannt. Wir sind jetzt schon knappe 90 Minuten dabei. Ich muss sagen, Wesley sticht wirklich sehr, sehr angenehm. Er hört nebenbei Podcasts und ich habe PSG geguckt. Nein. Messi hat gerade eben, Leute, in der 94. Minute den 4:3 Siegtreffer erzielt per Freistoß. Genau an dem Tag, wo ich ein Tattoo von ihm stechen lasse. Denn Neymar hat sich mal wieder an seiner Schwachstelle verletzt, an seinem Sprunggelenk. Er wird jetzt mit Sicherheit gegen Bayern ausfallen. Eieiei. Man braucht nicht meine Ausbildung dafür. Echt? Ein Zuschauer hat mich gesponsert. Du Frechtratz. Komm, mach mal Bild. Bro, ich kann leider nicht aufstehen, aber wir können so ein Selfie machen. Ja, Nala. Ein paar Stunden später, mittlerweile schaue ich schon Barca und wir sind jetzt gerade ja, circa bei der Hälfte. So langsam merke ich auch, die Schmerzen werden etwas... Das würde mich mal interessieren, wie sehr das wehtut. Ja, aber ich... Verlierer, Win-Challenge, muss ich ein Tattoo stechen. Haltet durch. Wir sind fertig, Freunde. Also, es hat den ganzen Tag gedauert, aber es hat sich komplett gelohnt. Jetzt seht ihr das Endresultat. Ich bin mega glücklich darüber. Hier ist es leider. Ich muss erstmal drauf klarkommen, Alter. Das ist der Wahnsinn, mit wie viel Details das der... Alter, Digga, das ist ja nicht mal so ein kleines Tattoo. Es ernst sich... Bro, also ihr müsst euch das mal überlegen. Der hat jetzt überall, also der hat ja auch auf seinen anderen Arm unten, glaube ich, oder? Das ist der gleiche Arm, scheiß drauf. Der hat sich jetzt auf mehreren Stellen in seinem Körper einen fremden Mann tätowieren lassen. Riesengroß. Ich muss erstmal drauf klarkommen, das ist der Wahnsinn, mit wie vielen Details das der Wesley gestochen hat. Das ist der andere Arm, dann hat er auf den hier anderen Arm Tattoo, im Tattoo quasi von Leo...
mit seiner Unterschrift. Dann diese epischen Momentaufnahmen. Das ist aber wirklich dann krass, dann auch noch die Trophäe für Spieler des Turniers angedeutet. Es ist natürlich jetzt noch rot, Freunde. Es ist der gleiche Arm. Ist ganz frisch gestochen. Ich bin sehr gespannt, wie es aussehen wird in ein paar Wochen, wenn es dann komplett verheilt ist. Wesley, muito obrigado. Danke sehr. War eine mega, mega coole Session. Und mein Arbeitskollege. Ich verlinke mal sein Instagram in der Videobeschreibung ganz oben, Freunde. Wie teuer ist denn sowas? Liebe da. Und wenn ihr irgendwas braucht, schreibt ihm einfach. Mega geil. Dankeschön, war ein sehr cooler Tag zusammen hier. Ja, Mann. Jetzt machen wir den Checkout aus dem Hotel in Düsseldorf und machen uns auf den Weg nach England. Bevor es zum Flughafen geht, gehe ich jetzt hier noch etwas snacken in der Hotellobby. Dieser saftige Burger, der ist so schmackhaft. Und der Barbereich ist hier auch richtig schön designt, Freunde. By the way, wundert euch nicht, dass ich so lost aussehe, aber wegen dem Tattoo warte ich 24 Stunden mit Duschen. Ah, Digga, let's go. Fleisch ist eine absolute 9,5 von 10, Brot so eine 8. Alles, was Anton sagt in Sachen Essen, kann man, der gibt allen, sobald es einigermaßen schmeckt, ist es eine 8. Ist mir schon so oft aufgefallen bei dem. Ich gucke mir jeden seiner Vlogs an. Wirklich, immer im Stream. Immer, wenn etwas normal gut schmeckt, ist es eine 8. Wenn es gut ist, ist es eine 9. Man verteilt sowas nicht. Das muss man sich genau überlegen. Here we go, das ist mein Flight. Es geht nach Manchester. Dort werde ich dann bis Freitag übernachten, weil ich dann noch zum zweiten Spiel zur Europa League am Donnerstag 10 von 10, habe. Das und ist... Und morgen dann am Matchday fahre ich von dort aus... Du musst das so vernünftig ausselektieren. Ich habe in meinem ganzen Leben, sorry, dass ich so oft Stopp drücke, es tut mir leid, Chat. Lasst ein Follow da. Das einzige Lebensmittel, wo ich sage, ich glaube zweimal ist mir das bis jetzt passiert, dass ich eine 10 von 10 gegeben habe. Das war einmal Nusret in Mykonos, aber nicht die letzten Male. Nusret, abseits von seiner Person, sein Essen ist geisteskrank. Also in Mykonos, wow. Da gab es so ein Steak, was in Butter gebraten wird. Bro, ich habe sowas noch nie in meinem Leben gegessen. Vielleicht war es auch der Vibe. Ich weiß es nicht ganz genau. Das ist das, was ich eine 10 von 10 gebe. Und in Paris, dieses Caesar-Restaurant, das Burrata da, kriegt von mir auch eine 10 von 10. Und ich war einmal im Laden von Ada, diese Garnelen. Das ist aber, das schwankt da sehr doll. Einmal waren sie da eine 10 von 10. Ich habe noch nie in meinem Leben solche Garnelen gegessen. So eine panierten Tempura-Garnelen. So, die waren, ich weiß nicht, woher die waren, Digga. Die waren so groß und fett. Und da gab es so eine geile Chili-Mayo-Soße. Hört sich, können viele nicht mitarbeiten, aber Bro, die waren so krass. Aber ich war da auch schon, da waren die nur eine 7,5. Good evening, sir. Vielleicht auch Mykonos-Cola. Es kann auch sein, dass die Mykonos-Cola da so krass reingeknallt hat. Okay. War aber so lecker. I have to go to the Midland Hotel, you know? Manchester? Yeah, Manchester. Which football team do you support in England? Manchester United. Do you think they will knock out Barcelona on Thursday? Oh, wir fahren schon über 5 Meilen und es sieht hier jedes Haus einfach wieder gleich aus. Da hinten sehen wir so ein bisschen die Skyline von Manchester in Anführungsstrichen. Es sind schon ein paar hohe Gebäude auch am Start. Für die Abwechslung in den Stadion-Vlogs versuche ich immer verschiedene Hotels zu buchen. Und diesmal sind wir genau neben der Staatsbibliothek in diesem Hotel hier gelandet. Ich meine, im letzten Manchester-Vlog habe ich das Gebäude auch schon gefilmt, weil ich den Außenlook alleine schon so geil fand. Es heißt The Midland. Leonardo Royal Hotel. Leonardo. Oh, allein der Eingang. Eigentlich auch cooler Name. Leo. Wir nennen dann mal Leo. Leonardo? Cooler Name. Vielleicht ein bisschen too much. Leonardo Nährlich. Boah, ein bisschen los. Leo. Okay. Wie geht's hier? How can I enter? Hey, let me check it. Oh, yeah, Berto. Okay. Nennen die dann alle Profi. Ich kenne ja. Und schon sehr spät. Boah, das sieht ja unnormal krass hier drin aus. Das ist der Rezeptionsbereich. Machen wir jetzt erstmal ein Check-in. Hello, good evening. One reservation on Anton Rinas, please. Manchester. Hey, ja, guck ganz kurz mal, Bro. Ich schwör's dir, der trägt mehr Elevate als ich. Und mir gehört dieses Unternehmen. Bro. Er hat eine Elevate-Jacke, ein Elevate-T-Shirt, eine Elevate-Tasche, eine Elevate-Hose. Er hat alles, was man tragen kann von Elevate. Nur, wir müssten Schuhe rausbringen. Er hat keine Mütze. Das ist das Einzige. Mütze und Schuhe hat er nicht. Digga, also jetzt mal ehrlich, der ist Markenbotschafter. Vielleicht hat er Socken an. Vielleicht, es gibt Elevate-Socken. Vielleicht hat er Elevate-Socken, ich weiß es nicht. Unterhosen haben wir noch nicht. Ist hier so nach altem Teppichboden. Der wahre Botschafter, der ist wirklich Botschafter. Und er bekommt kein Geld dafür. Jawohl. So, Alter, wie groß ist das Zimmer? Holy moly. Das ist aber wirklich auch voll gute Promo, ne? Seine Videos werden halt auch krass geklickt. Klar ist jetzt nicht so, dass die Leute sagen, dass sie doll darauf gucken, was er anhat. Aber so trotzdem ganz nice. Schuhe ausziehen, gemütlich machen. Bis zum Wochenende bin ich jetzt fast hier. So, Leute,
Direkt rechts hat man hier ein großes Bett, zwei Sessel noch, Fernseher. Jetzt kommt wieder dieser Scheißsprung. Ach krass, wir blicken genau auf dieses Gebäude. Da vorne habe ich gerade eben die Szene gedreht. Eine englische Lokomotive hier an der Wand und noch so andere typische englische Bilder. Also wirklich sehr charmant voll eingerichtet. Da noch so eine große Lampe über dem Bett. Da haben wir noch so ein kleines Mini-Wohnzimmer. Nochmal die gleiche Lampe. Das müsste der Kleiderschrank sein. Ja, yep, das ist er. Dann können wir hier noch Tee kochen. Was haben wir hier in der Schublade? Ei. Nice, dann kann man da Tee kochen. Wie sich die Auswahl an englischen Teesorten. Nice. Und unten ist bestimmt die Minibar. Jetzt wusste ich's doch. Zack, auch gefüllt. Ja. Und am Ende vom Raum noch das Badezimmer. Aber schaut mal, Leute, das ist ja wirklich, also keine Ahnung, wow, 40 Quadratmeter oder so groß. Dusche, bodentief. Regendusche, so OP, Regenduschen OP. Toilette, das war's. Ich muss auf jeden Fall noch etwas essen, deswegen gehen wir jetzt noch raus und schauen, dass wir noch etwas zu snacken finden. Let's go! Ich übernachte hier übrigens mitten im Zentrum von Manchester. Also es geht wirklich kaum zentraler. Wie riesig aber auch das Hotel ist, das ist die Seitenansicht davon. I'm walking alone in the night through the center of Manchester. Telefonzelle. Ah ja. Oh, sieht richtig versifft aus. Es ist aber auch wirklich belastend, sich auf Reisen clean zu ernähren. Mir bleibt gar nichts anderes übrig, um die Uhrzeit als zum Golden M zu gehen. Ja, Grand Big Mac, gib ihm. Ich bin kein Hater so oder so, ne? Aber ich sage euch ehrlich, McDonald's ist riesengroßer Quatsch. Die schmecken nicht mal, die Burger. Tut mir leid. Dann geht ein Döner, dann holt euch einen Döner. Oder geht vom Burger King ist auch besser. 100% ist Burger King besser als McDonald's. Bro, die sind echt großer Quatsch. Sorry, Chat. McDonald's schmeckt nicht mal lecker. Es schmeckt auch nicht. Wisst ihr, so bei Fastfood-Sachen verstehe ich das, wenn man so das isst, weil es so geil schmeckt. Döner oder so eine Pizza oder so. Oder ein richtig geiler Burger. Aber das schmeckt nicht und ist krass ungesund. Dieser Big Mac hat 700 Kalorien. Bin Kante, Digga. Fürs Spiel fallen leider Kroos und Tchouaméni aus. Der Countdown läuft. Und ja, das war's aber auch. Aber wenigstens Wasser, Leute. Nein, er ist kalt. Oh Gott. Komplett kaltes Fleisch, hier mal. Im Hotel gibt es Suites, die nach Rolls-Royce benannt sind, lol. Das Bett ist ja anders bequem hier, Leute. Gute Nacht und bis später. Good morning, ladies and gentlemen. Ich habe mich ausgeschlafen. Wir frühstücken jetzt erstmal etwas und hier ist alles voll so herrschaftlich. Giuliano, die Sessel sind die bequemsten, auf denen ich jemals saß. Endlich Feierabend, dann ist schon. Danke, mein Freund. Ja, so ein Club-Sandwich macht, glaube ich, nie was falsch, aber ich glaube, ich entscheide mich hier für die Pasta. Ich finde die Einrichtung so cool hier, alleine schon diese Treppe. Ich schwöre, ich finde bei so Vlogs, ich muss weniger Stopp drücken, ich finde bei so Vlogs das Coolste, aber dieses so davor und danach, auch so bei, wenn ich mal einen Vlog mache oder so, mir macht es immer voll Spaß, davor das zu filmen, so jemanden auf die Reise mitzunehmen. Nicht, das Video fängt an im Stadion oder ich will morgen zum Beispiel auch wieder einen Vlog machen von dem ganzen Tag. So was ich so mache. Ich mag das so, diese Kleinigkeiten davor. Finde ich immer cool. Dieser Spiegel. Und dabei, nice, ja, und dabei guckst du, esst ihr irgendwas. So immer bei den Vlogs sehe ich immer Top-Kommentar, ne? Irgendwie was, Juice, Video zum Essen, bla bla bla. Sieht aber sehr, sehr gut aus. Eli kritisiert mich immer, dass ich so leicht Bewertungen habe. Ja, ist auch so. Hier, 8 von 10. So ein bisschen wie das englische Königshaus, ne? Pineapple Juice, Cappuccino und die Pasta sieht aber sehr, sehr gut aus. Eli kritisiert mich immer, dass ich so leicht Bewertungen abgebe. 8 von 10. Aber jetzt mal ganz, ganz ehrlich, die Pasta ist eine 10 von 10. Es ist so respektlos, ne? Ich schwöre. Also, dann haut er da einfach irgendwo random eine 10 von 10 raus. Und er sagt es vorher auch noch. Das kann man nicht machen. Es regt mich auf. Wir schnappen uns jetzt einen Uber und fahren rüber nach Liverpool. Hello, sir. Aber ist Joke? Ich weiß nicht. Ich kann mir vorstellen, dass circa 45 Minuten sind wir unterwegs, weil Manchester ist echt ziemlich nah an Liverpool. Knapp 50 Kilometer nur. Wir sind angekommen mitten im Zentrum von Liverpool. Wir laufen jetzt mal da nach vorne zu der Kathedrale hier von der Stadt. Dieser Laden schaut hier aus wie von Harry Potter aus der Winkelgasse, als ob man da drin irgendwie so Zauberstäbe kaufen kann. Sieht, oder? Sieht auch aus, als wenn du da drin Crack kaufen kannst. Ich will da mal reingucken kurz. Okay, hier riecht's auch so wie bei Hagrid. Nicht, dass gleich von da oben irgendwie Dumbledore runterkommt. Kann ich da hinten eine Eule oder so kaufen? Ne. Ja gut. Alter.
Wir erkunden jetzt hier so ein bisschen die Umgebung. Aber nicht allzu lange, weil wir werden heute ziemlich früh zum Stadion fahren, weil ich habe gehört, die Mannschaft soll extrem krass von den Fans empfangen werden. Und sowieso können wir uns auf eine epische Stimmung heute freuen. Okay, hier ist halt Restaurant und ganz viele kleine Läden. Can I ask you something? I do like a YouTube video from Germany. And you're the first. Also ich muss wirklich sagen, ich finde die Engländer, ich war jetzt so 6 Mal in England ungefähr. Immer wenn ich in England war, die Leute, das finde ich, die sind echt höflich und so und offen. Ich habe 3 große Kritikpunkte. Überhaupt nicht böse gemeint, aber das Wetter ist da fast immer, sehr oft echt Müll. Sorry, dass ich das sage, ist aber so. Es war 6 Mal in England, 5 Mal davon hat es geregnet und war auch immer so komisch. Und so dunkel und trist und kalt. Das ist Punkt 1, was mich stört. Punkt 2, Essen in England, großer Quatsch. Außer ihr geht in so heftige Restaurants, also so das Essen dort. So. Wenn ihr versucht mal so da frühstücken zu gehen, da kriegt ihr so Blutwurst und Bohnen und so, nicht so cool. Auch generell so das englische Essen, ihr müsst dann dahin gehen und einen coolen Laden haben, einen coolen Italiener oder so oder irgendeinen coolen Laden. Und das Letzte, wo ich sage, wo es kracht, ist also ich war in Manchester und in London. London ist ganz cool, muss ich sagen. Aber Manchester, und ich habe auch gehört, so die anderen Städte da teilweise, die sind einfach nicht von dem optischen Ding her so schön, muss ich sagen. Das ist mir in Manchester aufgefallen. Und auch so andere, wenn die so darüber so Videos machen. Ich finde Liverpool, Bro, sieht nicht so cool aus. Es ist eine Arbeiterstadt, ne? So. First Liverpool fan I met, you know? Oh, yeah, yeah. So, can I ask you for your prediction? Oh, prediction of the game. Aber die Leute sind immer da voll cool. I'm gonna say, die sind voll offen und so. 2-1 Liverpool. Okay, I wish you good luck. I'm Barcelona supporter, that's why today I'm for you. Yeah, okay. Bye, bye. Ach, krass. Und hier beginnt anscheinend das Chinese Viertel in Liverpool. Interessant. Wie geisteskrank sieht das gerade bitte aus mit der Sonne, Leute? Die strahlt ja genau durch dieses kleine Loch durch, aber es sieht so aus, als ob das dann noch viel größer wäre im Hintergrund. Real Madrid ist der absolute Angstgegner von Liverpool. Wir erinnern uns an das Champions League Finale 2018, das Drama, als Ramos Salah verletzte, Lorius Karius mit den beiden riesen Patzern und Gareth Bale mit einem unglaublichen Traumtor per Fallrückzieher. Letztes Jahr dann im Finale wollte Liverpool dafür Rache nehmen, aber einmal wieder gewannen die Madrilenen. Mal schauen, ob sie dieses Jahr sie ausknocken können. Ja, beim letzten Mal war ich ja sogar im Stadion und sah es mit meinen eigenen Augen, wie Real die Champions League gewann, Freunde. Überall sind hier solche fancy Bars, wie zum Beispiel die hier, veganen Wedgie Junkfood. Digga, wisst ihr, wie das aussieht? Wie diese Bar von How I Met Your Mother, wo die immer hingehen. Überall sind hier solche fancy Bars, wie zum Beispiel die hier, veganen Wedgie Junkfood, Down in the Hatch, ein Burgerladen. Kabel gucken hier raus, Backsteine. Man merkt einfach immer wieder, dass Liverpool so eine richtige Arbeiterstadt ist. Aber weiter vorne sollte es moderner aussehen. Genau hier nach diesem Tor geht die Einkaufsstraße los in Liverpool. Ja, hier merkt man schon einen Unterschied von der Architektur her. Die bessere Mannschaft soll weiterkommen, aber natürlich als Barca-Fan habe ich schon minimal Sympathie heute. Das ist halt so die Einkaufsstraße, ne? Sieht auch für die Reds. Da haben wir ein goldenes Ei, das muss ich anfassen. Dann schießt heute Salah das 1-0. Auge. Die ersten Fanschals werde ich auch verkauft. Da haben wir etwas von Jürgen Klopp oder David Núñez, Salah. In der Stadt gibt es 2 große Vereine. Einmal Liverpool und natürlich... Giuliano mit 5. Giuliano, danke für 5. Ich habe keinen blassen Schimmer, wo sich die Madrid-Fans hier herumtumpeln. Hier sieht's cool aus. Noch nicht einen einzigen gesehen. Ah, jetzt in dem Moment, wo ich sage. Ja, jetzt frage ich dich. ¿Qué piensan? ¿Cómo va a terminar el partido? Yo creo que 0 para el Montreal. ¿Y tú? 1-2. 1-2, 2-1, ¿eh? 1-2. Pablo. 1-2. Ganamos. Ole, muchas gracias. Ciao. Mein liebes Barca-Fan bin und absolut gestern neues gestochen habe. Ich glaube, der eine hat 1-0 gesagt und der andere 2-1. Je länger ich hier durchlaufe, desto mehr gefällt mir die Stadt. Also da vorne sieht es auch echt nice aus. Oder auch hier. Und ich habe gerade ganz leicht von da hinten irgendwelche Fans gehört. Ich glaube, das sind Madridistas. Da sind ein paar, die gönnen sich gerade bei Subway etwas. Rudi, wo haben wir uns überall schon getroffen? Wir waren in Chelsea, wir waren in Manchester, wir waren in Paris zum Champions League Finale. Digga, was glaubst du, wie geht das Spiel heute aus? Es ist ein bisschen schwierig. Ich meine, Liverpool steht mit dem Rücken zur Wand. Die haben die beiden Pokalwettbewerbe verkackt. Die haben in der Liga stehen sie echt nicht so, wie es eigentlich sein müsste. Ja, die sind, glaube ich, gerade auf dem 8. Platz oder so, ne? 9. glaube ich sogar. Also ich sag's mal so, es wird heute hart. Ich sage beide treffen, aber ich denke mal, Real gewinnt 2-1. Okay. Ja, ich sag 2-1 Liverpool. Andersrum. Alles klar, man hat... Ja, hier, also. Anton hat's auch geglaubt, Leute. Was soll ich euch erzählen? Ja, du natürlich. Ja, ciao. Viel Spaß. Jawohl, hier geht's ein bisschen mehr ab. Da sehe ich schon eine mit Marcelo-Trikot. Modric. Das ist auch Barca-Fan. Nein. Ich lasse dich los. Das sieht auch ziemlich geil aus mit der E-Gitarre hier an der Hausfassade.
Stimmt, die Beatles stammen ja aus Liverpool und die Bar wurde nach dem benannt. Ach, wie cool. Und hier sind überall solche Eisenstatuen von denen. Leute, Deutsche oder was? Elevate! Die Zuschauer haben mir gerade eben verraten, dass diese Gasse hier sehr bekannt ist. Da ist auch noch ein Museum von den Beatles. Es war jetzt super, dass ich hier durchgelaufen bin. YMCA. Irish Pubs dürfen auch nicht fehlen. Falls ihr euch fragt, wie das Wetter hier ist, es sind gerade 11 Grad. Also echt sehr. Ist immer voll geil, wenn du so random Leute auf der Straße siehst, die irgendwie eure Klamotten anhaben. Das ist immer sehr geil. Spannend, aber ich denke, später wird es dann auf jeden Fall kühler. Ich versuche jetzt irgendwie wieder einen Uber zu schnappen und dann auf geht's Richtung Anfield Stadium. Das City wird gewinnen. Von der Seite hier auch aus. Und Inter, ne? Porto. Wie ich schon sitze? Ja, ich glaube sogar. Ich mach mal. Hello, Nix. Mate. Inter to oder the Anfield Stadium, please. Like the nearest point you can get me. Thank you. Genau hier in diesem Hotel übernachtet Real Madrid, Leute. Da vorne sehen wir auch schon so ein bisschen den Mannschaftsbus, ja? Ich bin Uschi, hier rechts, ich bin Madara. Überall Fans wollen Fotos machen. Und der Juve-Fahrer hat mir gerade eben verraten, dass gestern Nacht hier Feuerwerkskörper hochgejagt worden sind, bis in die frühen Morgenstunden, damit die Madrid-Spieler nicht schlafen können. Das ist ziemlich unfair, muss man sagen. Leute, hier findet ihr eigentlich mein neuestes Instagram-Bild. Ton und ich haben das Pick von Messi nachgeahmt. Hier mit dem Pokal. Richtig fresh. Ich bekomme gerade so... Richtig fresh. Messi nachgeahmt. Hier mit dem Pokal. Richtig fresh. Ich bekomme gerade solche Flashbacks. Die letzten Meter zur Arena müssen jetzt noch zu Fuß laufen. Ich war ja einmal hier, um eine Stadiontour zu machen. Erinnert euch an die geilen Wandgemälde hier an der Mohammed-Salle. Wow. Einfach nur mega. Und das ist quasi schon die Anfield Road. Die müssen jetzt entlanglaufen zum Stadion. Die haben hier auch schon die Straße abgesperrt, denn 90 Minuten vor Anpfiff wird hier der Mannschaftsbus entlangfahren und dann werden alle Fans den empfangen. Jawohl, Ski. Da sehen wir auch schon das legendäre Anfield Stadium. Oh yeah. Noch ist hier keine hitzige Atmosphäre. Die Engländer sind sehr entspannt, trinken hier ihre Bierchen. Es scheint so, als würde die Seitentribüne hier auch gerade renoviert werden. Da haben wir Henderson, den Kapitän. Und Trent Alexander-Arnold, der Junge, der hier aufgewachsen ist. I'm just a normal lad from Liverpool. Aber genau der Frechtags hat damals die Ecke ausgeführt. Und dann Origi. Oh, der Stich ins Herz für jeden Barca-Fan. Heute werde ich das erste Mal dort ein Spiel erleben. Die Fans bilden so langsam schon zwei Reihen, um gleich den Bus zu empfangen. Und guckt euch dieses geisteskranke Stadion an. Allein von außen bekomme ich schon Gänsehaut. Einmal meinte Kai Havertz zu mir, Freunde, ich habe ja mit ihm ab und zu Kontakt, dass die Stimmung hier so insane war, dass er in der Halbzeit Übelkeit verspürt hat in der Kabine. Also das ist hier echt nicht ohne, vor allem gegen eine Mannschaft wie Real wird die Hütte heute brennen. Das ist der große Fanshop hier. Auch die ganzen Trophäen sind hier verewigt an der Wall. Das habe ich euch zwar schon bei der Stadiontour gezeigt, aber zieht euch das bitte nochmal rein. Dieses riesige Bild, Jürgen Klopp, natürlich eine absolute Legende hier und Steven Gerrard, besteht aus ganz vielen einzelnen Selfies von Fans. Super umgesetzt. Wie krank ist das denn? Ja, komm, zeig mal ein paar Skills, Brudi. Olle, oh, hey. Oh, doppelt around the world. Habt ihr mein Video gesehen, ne? Habt ihr meine Instagram-Story gesehen? Hat's euch die Maulklappe zugehauen? Ihr kriegt eine kleine Show, eine kleine Feine. Guck's dir an. Hat geleckt. Guck's dir an. Guck mal, die FPS-Drops. Ist aber auch ein Basketball, ne? Der ist schwieriger. Opa! 7 ist doch viel, ja. Opa! Die O-Beine, lass meine Beine! Nein! Oh mein neues T-Shirt, eventuell, ja, sorry, bin ich Stinker. Okay, danke. Hab genau das gleiche Outfit heute auch wieder. Nicht schlecht! Wir werfen natürlich auch einen Blick auf Parallelspiele, ja, da wird safe auch so die Post abgehen heute. Nur, dass du sie nicht perfekt kannst. Ja, okay, da ist was dran. Aber es geht um die Message. So krass abgehen. Oi, 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 oi. Oh, das passt natürlich perfekt zu den Vereinsfarben hier. Die Polizisten sagen auch gar nichts. Also die lassen es hier alles zu, dass es hier hochgeht. In wenigen Minuten kommt der Mannschaftsbus. Die Fans sind komplett gehypt. Man hört auch von hier den Helikopter schon oben. Und da vorne wurde ein Feuerwerk gestartet. Es kann nicht mehr lange dauern. Heute ist Watchparty, ja. 21 Uhr gehe ich rein in die Watchparty. Ich gucke mir auch noch Willis Video an. Aber halt vielleicht eher nach dem Spiel oder in der Halbzeit oder so. Guckt euch mal an, wie viele ihr. Aber ich gucke mir City Leipzig an. Digga, das habe ich auch noch nie gesehen. Man erkennt ja kaum mehr was. Wo ist der Bus?
ein krasses Gefühl sein, wenn du da im Bus sitzt. Oh mein Gott! Stefan, du bist Spieler da. Es ist alles rot! Was geht da? Oh, die Fallhöhe ist so hoch bei denen gerade. Alter, Alter. Boah, ey, der Gestank aber auch von den Bengalos. Oh. Wow, keine Worte, genießt es! Die passieren alle so im Bruch, bist du nervös wegen morgen? Wir müssen jetzt in die Richtung dort laufen, zu unserem Eingang. Hey, what the fuck? Der Real Madrid-Bus hat einfach hier direkt davor geparkt. Das ist der Fluch, den ich gesprochen habe. Heute verliert ihr. In 70 Minuten ist Anpfiff, aber schaut mal diese Menschenmasse an. Es ist schon so voll hier überall. Dann gehen wir jetzt mal rein. Ich checken unsere Sitzplätze ab. Ich bin so gespannt. Der Eingang alleine schon hier sieht so ultra fresh aus mit dem Wappen. Das Stadion von außen streut natürlich nur von Tradition pur. Drinnen ist aber wirklich alles renoviert und sehr gepflegt auch. Sieht hier so ein bisschen aus wie in so einem NBA, würde ich sagen. Also ich war zweimal bei einem NBA-Spiel, sieht genauso aus da. Im Einkaufszentrum. Passt. Bevor wir das Stadionessen testen, werde ich jetzt erstmal die Sicht abchecken. Und erster Blick. Oh, wenige Meter nur noch. Ach du Heilige. Wir sitzen unten bei der Haupttribüne. Die ist riesig, Leute. Die geht da auch noch mal komplett nach oben. Ah, genau, das ist unser Platz. Ja, mega. Wir sind zwar jetzt so beim Corner, aber trotzdem sieht man sehr gut. Dadurch, dass wir ein bisschen weiter oben sitzen, haben wir... Die besten Plätze immer hier mittig und dann so Oberrang, erste Reihe irgendwo hier so. Das sind die besten Plätze immer. Hier so, die Area. Besten Plätze. Auch eine sehr gute... Schlechtesten Plätze meiner Meinung nach im Stadion ist hier. Sowas hier. So rechts, dann erste Reihe. Generell erste Reihe verquatscht. Ich weiß nicht, wie erste Reihe in England ist, weil die halt schon sehr nah dran sind. Aber ich war einmal erste Reihe in Paris. Letztes Jahr Paris gegen Real. Boah, ich habe echt nicht so viel gesehen, muss ich sagen. Ne? Also es ist schon wirklich besser. Also ich sage, hier oben ist es viel besser zu sitzen, als hier in der ersten Reihe. Sicht, let's go. 20 Meter vor uns ist Steven Gerrard, Leute. Im TV-Interview gerade mit Rio Ferdinand. Oh, den mag ich ultra gerne, weil der immer so positiv über Messi spricht. Das Flutlicht ist an. UEFA Champions League. Zwei der größten Mannschaften der Welt treffen aufeinander. Und das Geile ist, dass die Ultrakurve von den Liverpool-Fans ist genau neben uns. Das wird so mind-blowing. Genau neben dem. Vito Risi, danke für die Zähne, aber ich drücke auf keine Links, Bro. Der Champions League-Pokal ist auch aufgestellt. Geilo. Ey, ich glaube, ich kann da einfach komplett runterlaufen, ne? Da ist keine Absperrung davor. Wie krass. Oh, wir werden weggeschickt. Da ist er, Rio Ferdinand. Ey, wie krass, Alter. Ich komme nicht drauf klar. Ich muss erstmal kurz darauf klarkommen. Es ist natürlich was ganz anderes, wenn man bei dem Spiel dabei ist, als es einfach die Tour zu machen. Dieser Rasen für heute ist auch einfach nur perfekt. Ja, schau mal, das ist ein... Ich würde so gerne mal auf so einem Platz spielen. Teppich, nicht mehr normal. Wenn wir hier sitzen würden, wäre natürlich komplett Feierabend. Fast genau neben der Trainerbank. Wie aber das mein ist. Ticket alleine. Ich würde so gerne einmal in so einem Stadion spielen. So einmal in der Haut von so einem... Gib mir mal jemanden. Ich würde so gerne einmal in der Haut von so einem, Rafa Guerrero, so, von so einem Guerrero-Zocken stecken. Ja, Signal Iduna Park, bam. Ich habe jetzt extra nicht Bellingham oder so gesagt. Ich will nur mal wissen, wie das ist, wie sich das anfühlt, wenn du da so zockst. Wie das so ist in so einem ausverkauften Stadion und... Alle gucken die zu, schreien rum auf so einem Platz. Das muss so krank sein. Eine Show hat fast schon 1000 Euro gekostet. Ich will gar nicht wissen, wie teuer die hier gewesen wären. Sehr gefragtes Spiel natürlich. Da ist er, der legendäre Spielertunnel. Wann dreht ihr das Rad? Da werden die Spieler rauskommen. Links in der Ecke ist dann der Auswärtsblock der Madridistas. Ach, wird sich noch füllen. One tea please and one hot dog. Da sehe ich mich doch, Leute. Ich genieße jetzt hier ein bisschen die View, wie die Fans weiter ins Stadion reinströmen. Und Geschmacksprobe. Ja, ach schon. Wer? Wenn du jetzt über eine 7 gehst, Real Talk, Anton, ich werde deine Nummer veröffentlichen. Ich kann das nicht mehr mit dir. Ja, 6 von 10. Er hat so Glück gehabt. Also das wäre krass gewesen. Hätte er bei einem Pass schon 7 von 10 gesagt, hätte ich, also dann wäre es gewesen. Also das wäre schlimm gewesen. Der ist auch schmackhaft und das ist übrigens genau die Ecke, wo das 4-0 damals gefallen ist. Ich habe immer noch so ein Trauma davon. Aha.
Warte, wie ist das? Werden immer mehr. Oh. Ah, okay, Courtois ist reingekommen, deswegen haben die gejubelt. Boah, der war letztes Jahr im Finale der Matchwinner gegen Liverpool. Beide Mannschaften sind bereits auf dem Spielfeld. Real Madrid startet mit Benzema vorne drin. Der ist noch rechtzeitig fit geworden, neben Vinicius und Rodrigo. Alaba spielt neben Rüdiger in der Viererkette. Bei Liverpool in der Defensive ist eigentlich jeder fit. Besser geht's nicht. Thiago leider nicht von Anfang an, ansonsten vorne drin. Das check ich nie, ne? Bro, ich gucke mir nicht so viele Liverpool-Spiele an, ne? Aber immer wenn ich so, also ich habe ja Thiago im Kopf, wie der bei Bayern zum Beispiel war. Digga, Thiago hat mit die geilste Spielart, die es auf der Welt gibt. Das sieht so geil aus, wenn er spielt. Und er ist ja auch immer, also er spielt auch eigentlich immer so sehr gut. Ich verstehe gar nicht, was da los ist. Ist angeschlagen, aber er ist so, also es gibt wenig Spieler, wo ich sage, es sieht so geil aus, wenn er spielt, wie bei Thiago. Er sieht alles so clean aus und so satisfying. Darwin Núñez, Gakpo und Salah sind sich auch sehr stark. Ich glaube, den habe ich vorhin vergessen. Peter Crouch ist auch noch am Start, die Legende. Ja, so leicht. Zeig mal, was du kannst. Parade. Mal Nachschuss. Boom. Oh, schönes Kreuzeck. Und zack. Alter. Das Stadion füllt sich immer mehr. Da hinten ziehen die Fans gerade so einen Banner. Ja, die werden Gang. Gleich alle loslassen müssen. Sechsmal haben die Reds die Champions League gewonnen bisher. Die 15 Minuten geht das Spiel müssen. Los. Auch hier wird so ein Tuch weitergereicht. Es ist soweit. Das erste Mal auf meinem Kanal, dass wir Never Walk Alone live miterleben. Oh, auch da oben, Digga. Wir sehen gar nicht die ganze Tribüne. Ja, jetzt schon Gänsehaut, oh mein Gott! Die Fallhöhe. Das ist so hoch, Chef. Wow! Unfassbar! 11 von 10! Es geht weiter, die Fans hören gar nicht mehr auf. Also wenn es das ganze Spiel lang so laut sein wird, dann kein Wunder, dass es den Spielern übel wird teilweise. Und die Mannschaften kommen rein! Die Fans weiß es ja, aber ich weiß nicht warum. Ich freue mich auch so hart, dass auf die Champions League können. Es ist soweit. Ja. Die Fans pfeifen, genauso wie in Barcelona, wahrscheinlich wegen UEFA und so. Man hört die Hymne fast gar nicht. Malik, so laut Daku, man hört sie wirklich fast nicht. In wenigen Sekunden ist auch hier das Achtelfinale eröffnet. Modric wird hier das Spiel am Schuss. Let's go! Da gut, dann ist am 17. Einmal diese Anfield-Atmosphäre selbst erleben. Das würde ich auch gerne mal machen. Oh! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! 1-0 direkt! Dritte Minute! Was ist hier gerade passiert? Oh! Gleich kommt der Brochter. Der Uruguayer macht! Er bereitet sich nur vor, Judge. Sprechkörde für ihn! Der Bruch kommt und umarmt dich wie ein alter Freund. Ein Starte diese Partie! Dieser Flo, danke für den Sabbezehn. Bald ein Jahr, vielen Dank. Es setzt hier niemand! Die ganze Tribüne steht sowieso die ganze Zeit. Ehrlich. Die erinnert mich auch voll an die an Dortmund. Da oben kommt roter Rauch raus. Alter. Keine Ahnung, wo der herkommt. Jetzt vielleicht Rodrigo, oh mein Gott, ein starker Block von Van Dijk. Ah, kommt an, super, passt, Digga. Starke Drehung. Ey, Schiri, Vorteil, Gakpo, auf Salah. Oh,
Oh, stark gemacht. Oh mein Gott. Ich war so bereit, die Züge wieder auszupacken. Abschuss real. Digga, ich bin auf die Reaktion der Leute gespannt, wenn die da gleich vermöbelt werden. Was für ein Fehler von Courtois! Höre nie mehr auf das Fußballlexikon. Du musst auf das Fußballlexikon hören, mein Freund. Du musst es akzeptieren. Akzeptiere das Fußballlexikon. Mohamed Salah nutzt es aus. Alter Walter, das Anfield Stadium wird zum Hexenkessel. Es sind nicht mal 5 Euer Hass macht mich nur stärker. Es steht 2 zu 0 für Liverpool. Mo Salah! Mo Salah! Sagbo! Jetzt kommt's noch. Abfrage auf Rodrigo. Und genau. Ich fand Fabinho so kacke in dem Spiel. Wow. Jetzt vielleicht mal Vinicius. Schöne Brustannahme. Jetzt knallt er zieht in die Mitte. Oh. Im Zusammenspiel mit Benzema. Stark. Ach du Heilige. Digga, wie krank war das denn bitte gemacht? Was ein Tor vom Brasilianer. Unglaublich. Sie haben extrem schlecht gestartet, aber das macht die Königlichen aus, dass sie einfach jeden Moment wieder zurückkommen können. Wir haben es letzte Champions League Saison gesehen, Leute. Und auch live im Stadion miterlebt. Deswegen sage ich gar nichts mehr gegen die. Die Fans jubeln da hinten natürlich. 2-0 ist das gefährlichste Ergebnis. Ich will, die in Rot drin sind. Ich will die Mio. Das war Salah, der hat mich so gebrochen. Das hat mich gebrochen. Mo Salah, Bro. Schieß mit rechts. Meine Fresse, du hättest ihn hier einschieben können. Hat nur 2 Sterne Weak Foot, Eddie. Sind wir hier in FIFA oder was? Der soll ihn einschieben. Hallo. Hallo, du bist sehr laut. Soll er ihn, warum schiebt er ihn nicht mit rechts ein? Das ist halt die Frage. Boah, hör mal, du schreist so, das nervt. Ich arbeite. So leise sein. Ich arbeite. Seht ihr, Chat? Ich werde in dieser Beziehung unterdrückt. Merkt ihr das langsam? Und dann kommen die TikToks. Eli behandelt Melina nicht nett. Ich sag euch mal was. Ich werde hier unterdrückt. Ich lass los. Ich habe Angst vor der Frau. Nee. Die ist zwar nicht die Größte, aber sie hat Angst. Die hat hinter den Ohren. Das sagt euch. Sie ist klein, flink. Das ist natürlich mega unglücklich. Aber die Frau ist Giftswerk. Ich hab's nicht aufgenommen, Leute. Alisson mit einem Riesenfehler. Ja, du bist der Wirt, Alisson, ich schwör's dir. Ich hab's nicht aufgenommen, Leute. Alisson mit einem Riesenfehler. Du bist der Wirt, Alisson. Auf der anderen Seite. Lass dir das gesagt sein. 2-2. Was ist das für ein Fußballspiel, Leute? Digga, was. Also auch gut nachgesetzt natürlich von Vinicius, aber alter Walter, hier werden Geschenke verteilt. Hut ab, dass Real Madrid nach schon einem 5-0-2 Rückstand mal wieder zurückkommt. In Frankfurt ist soeben das erste Tor gefallen. War nicht mal seine Schuld. Calamari, willst du mich verarschen? Von wem war es denn sonst die Schuld? Der Typ muss den Ball nach London kloppen im schlimmsten Fall. Versucht er da das Ding auszuspielen im Champions League Achtelfinale. Der soll die Scheiße wegspielen, wenn es nicht geht. War leider auf der Seite von Neapel. Osimhen hat es gemacht. Halbzeit an der Endfield. Ich muss jetzt erstmal ein bisschen meinen Adrenalinpegel senken. Lasst ein kostenloses Abo da, Leute, um den nächsten Vlog zu verpassen. Das war wirklich too much. Ich kann nicht mehr. Die Lautstärke in dem Stadion, das ist der pure Wahnsinn. Und das Spiel. Ich bin in Disbelief, ich habe keine Worte. Come on, Leute. Das ist der Inbegriff von Champions League Mannschaft. Real Madrid, meine Freunde. R-E-A-L. M-A-D-R-I-D. Real Madrid. 0-2-3-2. Ja, Digga, hätten sie den Jungen hier eingewechselt. Wirklich, der Mann hätte ein besseres Spiel als Fabinho gemacht mit seiner Coca-Cola-Flasche. Da ehrlich. Du, mein Freund, hättest vielleicht mich gerettet. Du hättest mich und meine Subs vielleicht gerettet. Ich sag's dir, weil du mit Herzblut gespielt hättest. Nicht so wie die Wichser da auf dem Feld. Inter Militao. Karim. Zack. Abgefälscht. 4-2 Real Madrid. 4-2 Karim Benzema. Da hab ich aber nur nicht mal losgelassen. Da wandelt sich vom Hexenkessel in eine Ruhestätte. Man hört nur noch die Spanier da. Raphael, Lugi, Linus, okay. Luxen. Jetzt fangen sie doch wieder an. Leute, was alle in
Daumen nach oben auf diesen Steinlock. Das ist unglaublich. Wir sehen 6 Tore. Das erste Mal, wo ich bei dem Spiel an der Anfield bin. Wahnsinn! Aber auch krass, dass die Liverpool-Fans trotzdem noch weitermachen. Ich weiß nicht, wann das letzte Mal Liverpool in einem Champions League Heimspiel so viele Gegentore kassiert hat und wir haben noch über eine halbe Stunde zu gehen. Alle springen rum im Auswärtsblock. Die Madrider singen Reyes de Europa. So muss es, Reyes de Europa. Wir sind die Könige von Europa. Kann man nichts dagegen sagen. Ecke. Der kommt. Oh, knapp, knapp. Benzema geht am Tor vorbei. Haut ihn rein. 5-2. Doppelpack. Karim. Euch ist schon klar, jetzt dass dieses Spiel absolut in die Geschichtsbücher eingehen wird. Jetzt habe ich losgelassen. Von Liverpool. Ich weiß nicht, wann das letzte Mal so viele Tore passiert sind an der Endzone. Real Madrid bleibt weiterhin der größte Fluch der Reds. Trent mit der Ecke. Nein, Fabinho ist der größte Fluch der Reds. Da bekomme ich Flashbacks, aber ja, heute ist ein anderer Spielverlauf. Salah. Zack. Nein. Auch der geht nicht rein. Die Eintracht ist mittlerweile 2-0 hinten. Schade, Mann. Sehr viele Leute gehen bereits nach Hause. Es sind noch 5 Minuten auf der Uhr und mittlerweile sind eigentlich alle Hoffnungen verstummt. Also es ist wirklich hier eine Geisterstätte. Okay, das ist krass. Die Liverpool-Fans applaudieren bei der Auswechslung von Luka Modric. Das zollt von Respekt. Jetzt kommt der Stolz der Engländer doch noch durch. Da sind ja, ich hab hier alles auf dem Check, ich seh's. Ein riesen, riesen Respekt. Das Spiel ist zu Ende, Leute. Der Schiri hat abgepfiffen. Mal einen Applaus an der Anfield Road. Trent geht nochmal zu seiner Kurve. Fans applaudieren. In Real geht es auch zu ihrer Kurve. Eine Leistung für die Geschichtsbücher. Unglaublich. Hey, was geht? Hallo, hat mich noch einer erkannt? Ich grüße Finn und Elisha. Liebe Grüße gehen raus. Hallo, tschüss, gell? Tschüss. Was soll man noch sagen, außer dass Real die beste Mannschaft ist? Ich hoffe, euch hat dieser legendäre Stadionblock gefallen. Haut rein. Super Vlog. Super Vlog. Everything has changed. Every day.